Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der SPD greift ja ein sehr elementares Thema auf, und zwar die langfristige und nachhaltige Förderung von Demokratie- und Präventionsprojekten. Und wenn man noch mal in die Geschichte schaut, dieser Bundesprogramme, denn darüber diskutieren wir ja. Wir reden ja nicht über politische Bildung seitens der Landes- oder Bundeszentrale für politische Bildung oder Ähnliches, sondern wir reden ja über die Bundesprogramme, die es derzeit schon gibt und die einen sehr langen Vorlauf haben. Und zwar ist es so, dass die ersten Präventionsprojekte ja in den 90er Jahren gegründet wurden, aus einem ganz einfachen Anlass. Es gab Anfang der 90er Jahre eine Serie von rassistischen Anschlägen, auch hier in Nordrhein-Westfalen, die wir hier erleben mussten. Und daraus und aus der Konsequenz, die man dann gezogen hat, haben sich Präventionsprojekte entwickelt. Ich könnte zum Beispiel namentlich das Programm IDA NRW nennen. Das ist genau wegen des Anschlags in Solingen eben auch entwickelt worden. Das Land hat gesagt, wir fördern das, und es wird auch heute noch gefördert. 2001 dann hat die damalige rot-grüne Bundesregierung das erste Bundesprogramm Jugend für Toleranz und Demokratie ins Leben gerufen. Diese Bundesprogramme wurden dann immer weiterentwickelt, und wir haben inzwischen das Programm Demokratie leben. Das ist das aktuelle Programm. Und daran sieht man schon, alle 3 Jahre gibt es ein neues Bundesprogramm, weil die eben immer nur eine 3-jährige Laufzeit haben. Und genau das ist Kern des Problems. Und es hat sich in der Zwischenzeit sehr viel entwickelt. Nicht nur, dass es einzelne Projekte gibt, sondern dass es eine ganze Beratungsstruktur und Beratungslandschaft gibt, die wir auch hier in Nordrhein-Westfalen haben, die hier fest verankert ist. Also ich will mal beispielhaft nennen die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, die wir haben. Wir haben die Aussteigerberatung, und seit 2011 haben wir hier im Land auch die Beratung von Opfern für rechtsextremer und rassistischer Gewalt, die vom Land gefördert wird, aber eben auch aus dem Bundesprogramm. Und daran sieht man, es hat sich eine ganze Trägerlandschaft und eine Beratungslandschaft entwickelt, die wir, glaube ich, alle nicht missen wollen würden und die eine extrem wichtige Arbeit macht. Und daneben gibt es eine Menge Modellprojekte. Und im Übrigen, das möchte ich auch noch mal sagen, in Antwort oder in Reaktion auf den Redebeitrag von Herrn Hagemeyer, es ist ja so, dass diese Bundesprogramme nicht nur den Fokus haben, Rassismus, Rechtsextremismus zu bekämpfen, sondern der Fokus ist ja inzwischen viel weiter geworden. Man hat gesagt, wir müssen auch andere demokratiefeindliche, verfassungsfeindliche Phänomene angehen und bekämpfen, indem wir Prävention betreiben, indem wir Intervention machen oder eben auch Aussteigerberatung. Auch das gehört alles zu den Bundesprogrammen hinzu. Und ich glaube, weil diese Bundesprogramme eben auch immer weitergeführt wurden, und das nicht nur unter rot-grünen Regierungen, sondern auch unter Schwarz-Gelb oder großen Koalitionen, ich glaube, das macht noch mehr sehr deutlich, dass alle Bundesregierungen, gleich welcher Konstellation, immer die Notwendigkeit dieser Bundesprogramme anerkannt haben und diese weitergeführt und weiterentwickelt haben. Und ich glaube, das bestätigt die Notwendigkeit und auch die politische Akzeptanz dieser Bundesprogramme, aber auch die Evaluation. Denn alle Projekte, alle Programme werden ja evaluiert regelmäßig, und es werden denen regelmäßig gute Noten eben auch gegeben in den Evaluationen. Auch die machen die Notwendigkeit dieser Programme noch mal sehr deutlich. Aber jetzt kommen wir mal zum Problem oder zum Problem dieser Programmlogik, zu diesen Bundesprogrammen, die es gibt. Es ist so, das hatte ich schon eingangs gesagt, es gibt immer eine 3-jährige Laufzeit, und die Träger von solchen Programmen müssen jedes Mal einen neuen, innovativen Ansatz wählen. Also sie müssen jedes Mal sagen, wir haben hier ein neues Projekt, wir haben einen neuen Fokus, wir sind wieder innovativ und wir machen wieder ein neues Modell. Und das ist natürlich, wenn ich das mit Verlaub so sagen darf, das ist natürlich Blödsinn, denn alle wissen, dass sie natürlich die gute Arbeit, die sie vorher gemacht haben, auch weiterhin machen werden und ja auch weitermachen sollen. Also es ist eine Farce zu glauben, dass es immer wieder neue, und natürlich machen sie neue Sachen, aber trotzdem, und reagieren auf Entwicklungen. Nur es ist ja so, dass auch politisch gewollt ist, dass die Arbeit fortgeführt wird. Und diese Projektförderung führt auch dazu, dass jedes Jahr neue Förderanträge gestellt werden müssen, dass entsprechend Arbeitsverträge befristet sind, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer eine Unsicherheit haben, sich zum Teil auch wegbewerben in Jobs, wo sie mehr Sicherheit haben. Und es bedeutet auch, und es ist auch in der Anhörung sehr klar gesagt worden, dass für Beratungsnehmerinnen und Nehmer, dass für Projektpartner es immer eine Unsicherheit gibt, weil nicht klar ist, wird es dieses Projekt danach dann eigentlich noch weitergeben. Also es gibt eine Menge Probleme, die damit zusammenhängen, und insofern
glaube ich schon, dass so ein Demokratiefördergesetz ein geeignetes Mittel ist, um eine Nachhaltigkeit und eine Sicherheit zu schaffen. Was im Übrigen, Frau Freimuth und Herr Hagemeyer, ja nicht bedeutet, dass es nicht auch eine Flexibilität geben kann. Und ich gebe Ihnen recht, es darf nicht zu mehr Bürokratie kommen. Aber wir brauchen die nachhaltige Struktur und die Absicherung solcher Projekte, weil sie einfach elementar wichtig sind. So, und dann ist es so, dass man sich dann ehrlich gesagt aber schon auch ein bisschen fragen muss. Ja? Wir hatten den Untersuchungsausschuss NSU nicht nur hier im Land, sondern ja auch mittlerweile 2 Stück im Bund. Die haben sehr deutlich gesagt, wir brauchen diese langfristige Finanzierung. Das haben alle im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen so anerkannt und gesagt, wir brauchen die langfristige Finanzierung. Es ist nicht umgesetzt worden. Und da muss ich auch leider in Richtung SPD sagen, wenn man sich den aktuellen Koalitionsvertrag anschaut im Vergleich zu dem von 2013, dann gibt es eine Abschwächung hinsichtlich dieser Vereinbarung. Also 2013 war man aus meiner Sicht, das war auch sehr, sehr schwammig, auch mehr in Richtung Prüfauftrag. Man war aber 2013 aus meiner Sicht, so wie ich die Koalitionsverträge lese, war man da schon mal weiter. Und das finde ich persönlich sehr enttäuschend, dass man hier offenbar einen Rückschritt hat. Zur Wahrheit, und das will ich hier auch so klar benennen, gehört aber auch, die SPD hat einen Gesetzentwurf schon längst vorgelegt im Kabinett. Wer es blockiert hat und blockiert, das ist die CDU im Deutschen Bundestag. Und ich finde, das gehört hier auch noch mal so klar benannt. Und gerade weil wir in Nordrhein-Westfalen ja erleben, dass es solche demokratiefeindlichen Bestrebungen und Organisationen gibt, nur mal um die Zahlen zu nennen, jeden zweiten Tag wird in Nordrhein-Westfalen ein Mensch Opfer von rechter Gewalt. Das geben die Zahlen ja sogar häufiger als jeden zweiten Tag. Und da rede ich jetzt nur über das Phänomen Rechtsextremismus. Ich bin noch gar nicht beim Phänomen Salafismus. Ja, und gerade wir in Nordrhein-Westfalen müssen klar sagen, wir brauchen diese Programme. Aber ich will nicht nur alles auf den Bund schieben, sondern Frau Pfeiffer-Pönsken wird ja auch gleich reden. Und ich finde, auch das Land wird hier oder muss hier in die Pflicht genommen werden. Auch das hat die Anhörung noch mal sehr deutlich gesagt. Und Frau Pfeiffer-Pönsken, Sie hören mir jetzt gerade leider nicht zu, aber vielleicht einer Ihrer Mitarbeiter, und Sie können mir vielleicht gleich die Frage beantworten. Das Förderprogramm für die kommunalen Handlungskonzepte läuft Ende dieses Jahres aus. Und ich habe von der Landesregierung bisher noch nichts gehört, ob es fortgeführt wird oder nicht. Und auch das Handlungskonzept gegen Rassismus und Rechtsextremismus läuft Ende 2019 aus. Auch da, Frau Pfeiffer-Pönsken, bin ich gleich sehr gespannt auf Ihre Äußerungen, was die Landesregierung denn hier plant. Denn auch hier ist es so, die Programme laufen aus. Und da sind Sie in der Pflicht, das weiterzuführen. Und eigentlich müssten wir noch einen Schritt weiter gehen. Auch das hat die Anhörung gesagt. Wir brauchen eigentlich ein Landesfördergesetz, ein Landesprogramm. Das hat der NSU-Untersuchungsausschuss hier bei uns im Landtag in der letzten Legislaturperiode auch so einstimmig als Handlungsempfehlung beschlossen. Nur noch mal zur Erinnerung, es waren mehrere Mitglieder da im NSU-Untersuchungsausschuss, die jetzt in der Regierung sitzen, Frau Gebauer, Herr Biesenbach, Herr Stampf und Frau Güler. Alle 4 waren Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses hier im Landtag. Wir haben das dort einstimmig als Handlungsempfehlung beschlossen. Und ich erwarte und ich gehe davon aus, dass diese Landesregierung dann das, was sie letzte Legislaturperiode noch empfohlen hat zu tun, dass sie das dann jetzt auch umsetzt. Da bin ich sehr gespannt darauf, was sie machen werden. Wir werden das sehr genau beobachten. Und vielleicht letzte Bemerkung. Ich weiß, die Redezeit ist auch vorbei. Heute ist der internationale Tag gegen Rassismus. Ich hätte es für ein gutes und für ein sehr starkes Signal gehalten, wenn wir gerade an so einem Tag so ein wichtiges Thema gemeinsam beschlossen hätten. Ich finde das sehr schade, dass das nicht der Fall ist, weil ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal gewesen, gerade an diesem Tag. Die Baustellen sind riesig. Wir müssen gegen Demokratiefeindlichkeit, gegen Rassismus vorgehen. Und da sind wir alle miteinander gefragt. Herzlichen Dank.